Servus, grüß euch beieinander und herzlich willkommen zurück auf der Obergräbach. Ja, wir haben ja immer noch dabei, das Feld 9 zu düngen, beziehungsweise jetzt nicht mehr. Wir haben das Mission vor allen Dingen. Wir haben die Mission abgeschlossen. So, da holen wir uns jetzt natürlich gleich die Kohle. Haben wir 26.000. Dann, hört das? Na, wir senken unser Gerät. Kuppeln es ab und bauen es vorne dran, weil wir nämlich zum Shop fahren, das Gerät auffüllen, und wenn wir schon dabei sind, nehmen wir gleich unser Wasserfass mit runter, das verkaufen wir und kaufen uns das Güllefass, weil wir schon besprochen haben oder festgestellt haben, kann das auch Wasser transportieren. Somit können wir uns praktischerweise eine Gerätschaft sparen. Ja, die Biogasanlage ist riesengroß. Gefällt mir so gar nicht. Deswegen habe ich ja die vom Castor mit drauf. Und irgendwann, wenn wir uns das Gelände kaufen, hoffe ich, dass wir die einzelnen Gebäude darauf verkaufen können, um uns unser eigenes Biogas hinzubauen. Weil das finde ich schon offen geil. Auf unseren eigenen Wünschen. Es sind zwar auch vorgefertigte mit dabei bei dem Set, aber den nehmen wir nur als Richtlinie her ein bisschen. Beziehungsweise... ja, nehmen wir als Richtlinien oder beziehungsweise als Anschauungsobjekt. So. Einmal Wasserfass. Aussteigen, ankuppeln. Ah, genau, was man nur schauen wird. Was kriege ich denn für unsere Schafweide? 90.000. Und wenn ich nämlich. Ich hätte nämlich gern diese hier. Offene Schafweide, wo ist sie denn? Diese. Ja. Das machen wir auch noch gleich. Das machen wir beim nächsten Mal, weil wir müssen ja noch unsere Zuckerrüben runterholen. Ja, das ist ein Laster, das wird uns leider nicht abgenommen. Aber es gibt ein bisschen Money Money. Und das ist nie verkehrt. Aussteigen. So, dann kaufen wir uns gleich mal ein paar Hühner. Einen Hahn. Und ja, machen wir mal 5.000 aus für Hühner. Ach, wisst ihr was? Das wäre der Geiz. Haben wir 100 Hühner. Auch einen die überhaupt zum Fressen. Weizen, Gerste, super, haben wir ja genug da. Brauchen die ja Wasser? Nein, die haben nur eine Sauberkeit. Okay. Dann müssen wir uns 3 Besen kaufen. Ja, einen für die Schweine, einen für die Hühner und einen für die Kühe. Aber dann müssen wir die Besen. Ja, die lasse ich mir glaube ich liefern. Weil wir noch keinen Anhänger nicht haben, wo wir es damit transportieren können. Und dass ich es jetzt in den Gröger hinten reinschmeiß. Ja, also bitte. Boah! Scheiße. Sorry. Das war jetzt eine ganz, ganz enge Kiste. Füllen wir erst gleichzeitig hier auf.
und hängen hinten ab. Ah, das ist, hier ist der Verkaufstrigger. Was kriegen wir denn dafür? 8000. Ah, perfekt. Dann haben wir 27. Dann verkaufen wir gleich unsere große Schafweide. Oh, wir vergängern da eine. 250. Und in diese 110. Ja, das passt. 110 Schafe, ja, die muss man ja erst einmal versorgen. Also. Ah ja, genau. Dann Güllefass. 10.000, was kosten das? 23, genau, nehmen wir. Riegel. Na, wir nehmen es Garant. Standard, Breitreifen, Standard. Ja, die haben schon breit genug, da die Song. Schauen wir, ob die andere eine Farbauswahl hat. Fliegel. Na, es ist eine. Oh, das Fliegel wird schöner. 10.600 Liter. Ja, nehmen wir das. So. Hallo Güllefass. So, koppeln wir das einmal an. Hier die Zapfwelle dran. Hallo? Was tut er denn? Jetzt sauber. So. Dann ab mit dem Güllefass zum Hof. Das stellen wir jetzt erst einmal unter. Und düngen das Feld 21. Ja, ich weiß, das ist jetzt schon wieder düngen, aber es hilft halt mal nicht. Ja, liebe Kinder, bitte nicht nachmachen. Ja, das hätte das Schlauchsystem schon drauf, aber ich hab's leider auf dieser Map, ist es nicht verbaut. Und ich hab zwar den Stall, also die Ställe, die hier drauf sind, mal nur System ready gemacht, aber da braucht man einen neuen Spielstand dafür und. Ganz ehrlich, jetzt nur neu anfangen. Das ist, auch wenn wir noch nicht wirklich was geschafft haben, gefühlt. Aber es ist doch zu viel, um alles wegzuschmeißen. So. Diverses. Ja, Futterbesen aufhören. Dann können wir nämlich hier gleich einmal ein bisschen Ordnung schaffen. Dass hier sauber ist bei den Kühen. Boah, dann stellen wir hier hin. Gut. Ans Güllefass. Oh ja, das packen wir hier rein. Na, das macht man gleich ganz anders. Das Güllefass stellen wir hier hin. Direkt vor den Gülletrigger. So. Ja. Steht hier gut. So, Zapfwelle weg, Schläuche weg. Abkoppeln. Ich hab doch das runterlassen.
Ja, aktuell haben wir noch zu wenig Gülle, um damit die Mission zu machen. Aber das kommt schon noch. Eine Schläuche, okay. Weil, wenn man hier schaut, wir haben in 95 Stunden die nächste Kuh und in 15 Stunden wieder. Ich weiß nicht, ob eine Sau dazu kommt oder ein Ferkel oder ob es mehrere sind. Das kann ich eigentlich nicht beantworten. Aber es wird sich rausstellen. Gut, dann würde ich sagen, donnern wir mal hoch. Auf die. Oh, was geht sich das aus? Ah ja, locker. Auf die 21. Ja, voll ist ja nicht mehr, wenn man da so hoch schafft von den Zuckerrüben. Aber dadurch, dass es der wirklich ewig braucht mit dem. Mit dem kleinen Ladevolumen dieser Europa. Na, was ist? Also gleich nachschauen. Zeigt sich das halt ein bisschen hier. Aber dadurch, dass wir jetzt den Schafstall verkauft haben und ein bisschen Gewinn überbleibt, glaube ich, investieren wir gleich mal in den Akpil-Kartoffelroder. Das ist schon 21, oder? Ja. Ja, das tun wir, glaube ich. Ah, wir hätten gleich die. Wir hätten gleich hier den Dünger mitnehmen können, gell? Naja, gut. Hilft nun mal nicht. Vergessen ist vergessen. Ja, aber schon, ja, das. Ich glaube, dass wir Feld 21 ziemlich schnell runter haben. Weil wir nicht so oft wenden müssen. Ah, hier kriegen wir wirklich bloß 6000 dafür. Aber dadurch, dass wir zwischenlagern, wird da das ein oder andere Kilo überbleiben, den wir eigentlich rein theoretisch verkaufen könnten. Aber nein, wir füttern damit lieber unsere Schweine. Jetzt muss ich mal ganz kurz was nachschauen. Das passt. Ja, ich habe gerade ein bisschen CPU hat gerade 65% Auslastung gehabt. Was eigentlich nicht sein kann, aber manchmal. Manchmal macht er Sachen, die man nicht versteht. Ja. Ah, der Dünger, der reicht ja wieder nicht. Dann müssen wir nochmal zum Shop und auffüllen. Ja, mir, also ich voll Depp. Ob des, der, des Projekts zuliebe den großen hergeben. Den hier. Okay, halt was 2200 Liter, ne? Ja, wie gesagt, das wird jetzt dann eher hinfällig. Sobald die Gülle funktioniert oder die Gülle läuft. Ich hoffe, wir produzieren weiterhin Gülle. Ja. Jetzt müssen wir uns das einmal merken. Da haben wir 4077.
Jetzt machen wir einmal kurz hier einen Sprung auf 8 Uhr. So. Ja. Wir produzieren Gülle. Früher war doch das so, dass entweder Gülle oder Mist. Oder war das nur beim Season Mod so? Oh, unser Feld ist reif. Ah. Wohl können wir ein bisschen Vermehrungsgras runterholen. Bisschen Vermehrungsgras. Haben wir da noch was im Lager oder haben wir das alles verkauft letztes Mal? Nö, da haben wir was drin. 11.000 Liter. Und aktuell 1.354 bzw. 1.269 steigend. Ja, gute Frage. Nächste Frage. Abwarten und Tee trinken. Was sind echt keine Verträge da. Feld 19, 10, warte mal jetzt. 2700. Ah, lass mich mal kurz überlegen. Nein, weil wir ja hier bloß unsere Riesensämaschine mit 3 Meter haben. Nee, das lassen wir lieber. Das lassen wir lieber. Nur 50%. Ja, wir werden uns früher oder später, weil wir ja alle den einen oder anderen Mod, Mikromanagement Mod mit draufgenommen haben, werden wir uns früher oder später sowieso ein Auto, kaufen. Um die ganzen Sachen zu transportieren. Weil es ist natürlich auch ein Hänger mit drauf. Ein Autoanhänger. Kann ich euch sagen. Müsste normalerweise hier drin sein. Genau den da. Oder den da. Und der so da ist, wo er sie nicht. Verkaufen wir uns lieber den hier, den gebrauchten, sagen wir mal, für 900. Ja, es ist alles Auslegungssache, meine Freunde. Gut. Ab zum Shop. Noch mal Spritzmittel auffüllen. Also mal kurz schauen, ob es da einen Feldweg gibt. Nein, gibt es nicht. Und dieses Feld gehört uns nicht, also fahren wir da auch nicht drüber. So. Aber ein bisschen Innenperspektive. Finde ich persönlich sehr, sehr schön. Wir können mit unserer Gülle, die wir haben, noch nicht einmal unser Güllefass voll machen. Aber später schauen wir definitiv einmal zum Tomatenhaus. Was da so abgeht. Ah, das können wir, glaube ich, sogar schon. Ah, da müssen wir nicht mehr hinfahren. Das können wir über das Global Company. Über den Global Company Mod Ansicht, nicht Mod, über die Global Company Ansicht. Ja. So. Einmal füllen bitte. Zurück.
Ja, ich lasse jetzt die Minipedia ja mal offen. Nein, lass ihn nicht, weil mittlerweile kenne ich es schon auswendig. Oder so gut wie. Aber die Feldnummern habe ich noch nicht so drin. Aber das kommt auch noch. Schauen wir mal, vielleicht gibt es da oben zu Feld 21 eine Feldzufahrt. Das wäre echt cool. Ich glaube zwar nicht, aber vielleicht haben wir Glück. Leider nicht, aber wir machen das jetzt einfach dreist. Ich denke mal, dass das Holz, was, also das Feld. Oh. Oh, Frechheit. Nö, das war jetzt uncool. Ich hab gedacht, dass vielleicht das Feld, also dem Bauern, dem das Feld gehört, auch vielleicht der Wald gehört. Aber wir sind mal ja über Wiese gefahren. Ja, vielleicht zeigt das unser Nachbar nicht so eng. Wenn wir mal hoffen. So. Allrad an. Sperren. Nein, ich glaube, wir brauchen nicht einmal ein Allrad, oder? Nö, geht auch ohne. Ja, mal die Gurgel geölt zwischendrin. Wie viel Prozent haben wir denn da schon? 70 erste, ja, wir haben da hinten nämlich nur so ein kleines Eck. So. Ja, mal ein bisschen was auslassen. Das ist aber nicht so tragisch. Vielleicht schaffen wir es sogar hier. Nein, ich glaube nicht, dass das ausreicht. Da drüben haben bestimmt noch anderthalb Spuren oder so frei. Kommen wir nochmal? Nein. Das wird nicht ganz ausreichen. Sorry, jetzt bin ich ans Mikro gekommen. So, nicht zu, boah, nicht zu nah an die Stumpen kommen. Mal wieder ein Hänger. Naja, zurückfahren müssen wir definitiv noch einmal. Zwar vielleicht nicht die ganze Strecke, aber. Aber doch ein paar Meter. Gut, Freunde der Nacht. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat,
lasst mir einen Daumen da und abonniert meinen Kanal. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Einen schönen Tag noch. Pfiat euch.